Die Europäische Zentralbank hat in ihrer Rolle als Bankenaufsichtsbehörde sich jetzt geäußert zu der Frage, ob Banken die Gewinne von 2019 ausschütten sollen. Und sie hat empfohlen, nein, es soll keine Dividendenausschüttung geben. Sie hat aber keine klare Regel erlassen. Ich bin eigentlich ein Freund von klaren Regeln. Da ist auch klar, wer die Verantwortung übernimmt. Und dann gibt es kein Wischiwaschi. Es könnte aber sein, dass das auch so funktioniert. Denn, so argumentieren diejenigen, die meinen, ein richtiges Verbot sei nicht notwendig, das entscheidende Problem für die Banken ist, dass sie nicht der Erste sein wollen, der es ankündigt, dass man die Dividenden nicht ausschüttet, weil das dann eine negative Marktreaktion geben könnte. Also zum Beispiel, dass der Börsenkurs sinkt oder die Anleihen schlechter bewertet werden, weil die Leute am Markt vielleicht denken, ach, wenn die Bank nicht ausschüttet, wenn die das Geld zusammenhält, geht es ihr vielleicht besonders schlecht. Also wenn die These ist, die Banken wollen eigentlich gar nicht die Dividenden ausschütten an die Aktionäre, sondern sie warten nur auf ein Signal der Zentralbank, dass man das jetzt tun kann in dieser Situation, dann war die Entscheidung, es nur zu empfehlen, richtig. Ich habe da ein bisschen anderes Bild, hoffe aber, es reicht aus. Allerdings ist es natürlich so, die Zentralbank hat das natürlich nur für die Banken sagen können, denn sie ist Bankaufsichtsbehörde. Das ganze Thema, was passiert eigentlich bei realwirtschaftlichen Unternehmen, dürfen die denn noch Gewinne ausschütten? Dieses Thema bleibt. Denn es wäre ja extrem ärgerlich, wenn der Staat in einigen Monaten oder Wochen mit Geld einsteigen muss, Hilfeleistung zahlen muss an ein Unternehmen, was jetzt gerade noch Gewinne ausgeschüttet hat, anstatt das Geld zusammenzuhalten. Das wäre ja dann wirklich Gewinne privatisiert, Verluste sozialisiert und das sollte nicht sein. Das heißt, das Thema Dividendenausschüttungen bleibt auf der Tagesordnung.